Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Wolfgang Klafki die Ziele und Inhalte der Lehre in Schulen beschreibt. Im Mittelpunkt der kritisch-konstruktiven Didaktik von Wolfgang Klafki steht die Bestimmung der Ziele und Inhalte. Er unterscheidet zwischen materialen und formalen Konzepten. Bei materialen Konzepten wird der Wissensinhalt in den Mittelpunkt gerückt. Bei formalen Konzepten rückt die Entwicklung der Kräfte der Lernenden in den Mittelpunkt. Vor dem Hintergrund seiner bildungstheoretisch-historischen Argumentation entwickelt Klafki dazu Bildungsziele. Diese Ziele werden verstanden in der Dialektik von Individualität und Gemeinschaftlichkeit. Selbstbestimmungsfähigkeit auf der einen Seite und objektiv allgemeine Inhaltlichkeit auf der anderen Seite. Individualität ist dabei nicht als Bruch mit dem Allgemeinen gemeint, sondern die Bedingung für die Fülle des Allgemeinen. Voraussetzung dafür ist eine friedliche Beziehung. Das führt dazu, dass Wolfgang Klafki die Friedenserziehung als wichtiges Bildungsziel definiert. Dieses Ziel bezeichnet Klafki als epochales Schlüsselproblem. Neben der Friedenserziehung gehören zu den epochalen Schlüsselproblemen nach Klafki auch die Umweltfrage, gesellschaftlich produzierte Ungleichheit, Gefahren und Möglichkeiten der Steuerungs-, Informations- und Kommunikationsmedien und die Erfahrung der Liebe. Bei der Erziehung nach Klafki geht es nun, ganz im Sinne Humboldts, darum, die menschlichen Kräfte zu einem proportionierlichen, harmonischen Ganzen zu bilden. Dabei betont Klafki zum einen die Entwicklung der praktisch werktätigen Fähigkeiten im Blick auf zukünftige berufliche Tätigkeit und die Bewährung im Bildungsgang selbst. Zum anderen geht es ihm um die politische Bildung im Sinne der Einsicht in die Ursachen gesellschaftlicher Ungleichheit sowie deren Abbau. Wolfgang Klafki definiert die Ziele und Inhalte von Bildungsbemühungen wie folgt. Die Ziele bestehen aus einer Dialektik zwischen Individualität und Gemeinschaft, das heißt, dass Selbstbestimmungsfähigkeit auf der einen Seite und allgemeine Inhaltlichkeit auf der anderen Seite als Ziele bestimmt werden. Weiters unterscheidet Klafki zwischen materialen und formalen Konzepten bezüglich der Bildungsinhalte. Der Wissensinhalt selbst betrifft das materiale Konzept, die Entwicklung der Kräfte jedes Einzelnen betreffen formale Konzepte. Zusammenfassend beschreibt Klafki die Ziele und Inhalte von Bildungsbemühungen als eine Dialektik zwischen Individualität und Gemeinschaft. Jeder Einzelne soll als innerhalb einer Gemeinschaft für sich selbst tätig sein und dabei im demokratischen Verhältnis mit der Gesellschaft stehen. Wichtig ist dabei, dass Klafki die Inhalte und Ziele auf epochale Schlüsselprobleme bezieht und somit Friede, Demokratie und Gleichberechtigung die Richtung vorgeben.